Ich darf Sie namens des Gastgebers der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Werner Ratzer. Sie befinden sich hier in der C3 Bibliothek für Entwicklungspolitik. Das ist die größte außeruniversitäre Bibliothek und öffentlich zugängliche Bibliothek für internationale Entwicklung, Frauen-Gender-Themen und globales Lernen. Das heißt, wenn immer Sie sich für dieses Thema interessieren, sind Sie herzlich willkommen, auch diese Bibliothek außerhalb dieser Veranstaltung oder anderer Veranstaltungen zu besuchen. Die heutige Veranstaltung ist aus zwei Gründen, würde ich meinen, oder in zweierlei Hinsicht innovativ. Zum einen behandelt sie ein neues Thema, Wollen wir wir, gutes Leben. Ein Konzept, das erst beginnt bei uns breiter diskutiert zu werden. Und zum anderen ist es auch ein neues Format. Es vereint musikalische Darbietungen mit einem Gespräch zum Thema. Es freut mich daher insbesondere, dass wir wiederum eine Kooperation zustande gebracht haben mit Grupo Sal. Das ist mittlerweile die dritte Kooperation, die wir hier gemeinsam machen. Und ich möchte mich dafür auch sehr herzlich bedanken. Ich darf Sie jetzt bitten, Alberto Acosta, Thomas Bambuch, die das Gespräch führen werden, und Grupo Sal, die zwischendurch musikalische Darbietungen bringen werden, mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen, und ich wünsche uns alle eine spannende Veranstaltung. Dankeschön. War ein Stück von der Gruppe selber, von Kurt Holzkämper am Bass geschrieben. Mein Name ist Thomas Pampuch. Guten Abend. Ich bin hier sowas wie der Embedded Journalist der Gruppe auf der Tournee. Ich interessiere mich und bereise Südamerika seit vielen Jahren. Und ich habe die große Freude, heute mit Ihnen, mit euch einen Spagat zu versuchen. Herr Ratzer hat es ja schon angedeutet, es ist, glaube ich, in diesen Hallen, des heiligen Hallen, das erste Mal, dass Musik einer so guten Gruppe wie Grupo Sal erklingt oder überhaupt lateinamerikanische Musik erklingt, also akademisches, Forschung und Musik. Und das ist ja auch das Konzept von Buen Vivir. Insofern versuchen wir mit dieser Tournee, die heute übrigens ihre Derniere erlebt, nach drei aufregenden Wochen, wir versuchen diesen Spagat mit einer Gruppe, einer der besten und interessantesten Gruppen mit lateinamerikanischer Musik im deutschsprachigen Raum und einem der interessantesten Denker Lateinamerikas, Alberto Acosta, zusammenzubringen, diesen Spagat zu machen. Grupo Sal ist vielen von euch sicherlich bekannt als eine Gruppe, die schon seit mehr als drei Jahrzehnten versucht, für Lateinamerika Interesse und Verständnis zu wecken. Viele werden vielleicht die Konzerte mit Ernesto Cardenal, mit dem die Gruppe ja schon seit Jahrzehnten herumzieht, kennen, dem bekannten nicaraguanischen Dichter, Revolutionär und ehemaligen Kultusminister, mit Gioconda Belli, der nicaraguanischen Schriftstellerin. In den letzten Jahren ist Grupo Sal auch mit Abadio Sal durch die Lande gezogen, dem indianischen Abadio Green. Ah, ich habe schon zu einer Gruppe zusammengefasst. Abadio Green und Grupo Sal. Ein Indianer oder indigener Führer aus Kolumbien. Und heute haben wir Alberto Acosta dabei. Der ist nicht so exotisch wie Abadio Green. Der ist auch kein Dichter wie Ernesto Cardenal oder Gioconda Belli. Er ist ein Professor. Ein Professor für Volkswirtschaft. Und das ist nicht ganz so exotisch, aber er ist ein Denker. Und Dichter und Denker können bei Grupo Sal immer Erfolge feiern oder zusammen mit Grupo Sal. Vor allen Dingen, wenn es um ein Thema geht wie Buen Vivir. Das heißt, wir werden heute Abend versuchen, die Gedanken, die Anregungen des Buen Vivir, vertreten durch Alberto Acosta, zusammenzubringen mit der Musik aus Lateinamerika. Neue Töne aus Lateinamerika heißt ja deswegen auch das Programm. Wir werden das so machen, dass vor der Pause Alberto zwei Referate hält, unterbrochen von Musik. Nach der Pause werden wir ein Gespräch führen, um die wichtigen Fragen vielleicht schon mal anzudiskutieren. Und dann nach einem weiteren Musikintermezzo haben Sie die Gelegenheit, Alberto direkt zu befragen.
Ein paar kurze Worte zu Alberto Acosta. Er ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Denker Lateinamerikas heute in diesen Tagen, in diesen Jahren. Er wurde 1948 in Quito, der äquatorianischen Hauptstadt, geboren. Er war 2007 Energie- und Bergbauminister unter Rafael Correa, dem Präsidenten, der heute noch Präsident von Ecuador ist. Er war später dann Präsident der verfassunggebenden Versammlung von Ecuador. Und 2014 war er dann gegen Rafael Correa. 14, habe ich immer falsch gesagt. 2013 war, aber die Wahlen waren für 13. 2013 war er dann Präsidentschaftskandidat der Unidad Plurinacional de las Izquierdas, der Vereinigten Linken. Alberto hat 1970 bis 1979 in Deutschland studiert, hier den Diplom Volkswirt und den Diplom Betriebswirt abgeschlossen. Er war an der äquatorianischen Botschaft tätig und er hat sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Seit den 80er Jahren ist er Professor, ist Autor einer Unzahl von Büchern und heute ist er einer der wichtigen Vordenker und Berater von Regierungen, aber auch von NGOs, anderen Organisationen und ist jetzt eben auch ein Reisender in Buenvivir. Ein Buch von ihm wird demnächst beim Ökum Verlag, das Buch mit dem Titel vermutlich Buenvivir, auch auf Deutsch erscheinen. Als Präsident der verfassunggebenden Versammlung von Monte Cristi hat er die Debatte über die Verankerung indigener Vorstellungen in die Verfassung, in die äquatorianische Verfassung, im Wesentlichen mitbestimmt. So hat das Buenvivir auch Eingang in diese Verfassung gefunden, aber auch Menschenrechte und die Rechte der Natur. Worum es dabei geht, wird er uns jetzt genauer erklären. Dankeschön. Zunächst guten Abend. Ich freue mich, hier nochmal in Wien zu sein. Und ich werde versuchen, meine Rede auf Deutsch zu halten. Das stellt für mich eine große Herausforderung. Die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Und wie wir, die Ausländer, wissen, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Früher konnte ich viel besser sprechen. Das hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Ich kann nicht so richtig Deutsch sprechen. Aber wir werden uns heute Abend mit einem sehr schönen Thema beschäftigen. Gutes Leben ist ein Vorschlag, das von globalen Süden kommt, von Südamerika, vor allem von Bolivien und von Ecuador. Und ich werde hier keine Theorien, keine Modelle verteilen. Ich werde hier nur ein paar Impulse geben, um die Diskussion anzuregen. Ich habe vor kurzem gehört, als diese Vorstellung, dieses Auftritt vorgestellt wurde, gehört, dass das hier im Hause ein globales Lernen existiert. Ja? Das finde ich prima. Globales Lernen muss auch ein globales Diskussionsforum schaffen und wir müssen global handeln. Und das geht hier mit dem Buenvivir. Buenvivir bedeutet auf Spanisch, auf Deutsch, gutes Leben. Oder besser gesagt, gutes Zusammenleben. Und sogar konnten wir auch von gutes gemeinsames Leben sprechen. In Bolivien spricht von vivir bien, in Ecuador sprechen von buen vivir. Es gibt diese kleinen Unterschiede, aber im Prinzip sind die gleichen Begriffe. Auf Quechua oder Quichua spricht man von Suma Causai. Auf Aymara spricht von Suma Camaña. Auf Guarani spricht man von Nyandareko. Es gibt andere Begriffe für andere Sprachen der indigenen Völker. Diese Ideen kommen von globalen Süden, kommen von indigenen Völkern, die schon ihr Leben seit Jahrhunderten nach diesen Prinzipien organisiert haben. In diesen Gebieten gibt es Werte, gibt es Erfahrungen, gibt es vor allem Praktiken von Buenvivir, von gutem Zusammenleben. Diese Völker, die dezimiert wurden in der Kolonialzeit und sogar während der Republiken, die ausgebeutet wurden und sind immer noch, die marginalisiert wurden und sind immer noch, bieten uns die Möglichkeit, mit diesen Gedanken uns eine andere Welt vorzustellen. Und das finde ich sehr interessant, wenn wir das akzeptieren, dass die Ideen von Peripherie der Peripherie kommen.
Ecuador und Bolivien, die anderen lateinamerikanischen Länder, gehören zu der sogenannten Peripherie der Weltmarkt. Ja, im Weltmarkt gibt es periphere Länder und zentrale Länder. Die armen Länder gehören zu der Peripherie. Aber diese Peripherie-Länder gibt es auch Peripherien. Und die Indigenen gehören zu dieser Peripherie. Und das macht die Sache noch interessanter. Sind Ideen, die dort vorhanden waren, nicht nur Ideen, Erfahrungen, Werten und Praktiken, die total annulliert wurden durch die Kolonialmächte und auch durch die Durchführung unserer Republik in dem Sinne von, was Aníbal Quijano sagt, Kolonialität del Poder. Wir haben uns immer vorgestellt, unsere Länder nach dem europäischen Muster bzw. nordamerikanischen Muster zu organisieren. Wir hatten nie mehr eine Vision von Entwicklung gehabt, von Fortschritt gehabt. Ja? Aber da kommen diese Ideen aus diesen Regionen, aus diesen Gruppen. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, warum haben wir Interesse heute hier in Wien darüber zu diskutieren? Weil diese Themen werden jetzt überall diskutiert, nicht nur wo wir. Wir machen uns Fragen, was passiert in der Welt? Warum sind die Leute in der Welt nicht so ganz zufrieden mit der jetzigen Situation? Das haben wir in diesen Tagen in Deutschland festgestellt, gestern in Graz. Und ich bin sicher, dass wir nochmals das Gleiche hier in Wien erleben werden. Irgendetwas funktioniert nicht in der Welt. Sehen wir nur die Umweltproblematik. Ja, ist jeden Tag noch klar, dass die Prognosen sicherer sind, dass die Effekte von dieser Umweltveränderung auf die globale Ebene noch schneller treten, dass möglicherweise die Katastrophen noch schlimmer sein werden, als wir am Anfang vorgestellt haben. Und diese Diskussion hat mehr oder weniger im Jahr 1972 angefangen mit dem Bericht von der Club of Rome, der sogenannte Meadows-Bericht. Okay. Der passt immer auf, dass ich nicht so viel falsch sage. Meadows ist kein Deutsch. Englisch. Ja, Mann. Du machst die Sachen noch schwerer. Aber wir wissen zum Beispiel, ich konnte eine Menge Daten und Zahlen hier zeigen, dass pro Jahr 2,6 Millionen Menschen auf der Erde sterben, nur aufgrund von der Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung. 2,6 Millionen Menschen sterben pro Jahr. Das ist eine Zahl, das uns etwas treffen sollte. Und man spricht schon sogar jetzt mit Recht von der Notwendigkeit einer Postwachstumsgesellschaft. Demnächst im September findet eine große Konferenz in Leipzig über dieses Thema. Und das wird überall diskutiert, vor allem im globalen Norden. Wissen wir auch, ein zweites Thema, das ich für die Diskussion reinbringe, dass es unverkennbar ist, dass die Menschheit große Fortschritte, technologische Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrhunderten. Aber es hat nicht konkrete und einfache Probleme gelöst. Zum Beispiel Hunger in der Welt. Wir produzieren zurzeit Nahrungsmittel für 11 Milliarden Menschen. Auf der Erde leben 7 Milliarden Menschen. Und jeden Tag gehen Hunger ins Bett. 1 Milliarde Menschen. Etwas klappt hier nicht. Es ist ein Problem von Verteilung und ein Problem von Verschwendung. Im globalen Norden werden nach FAO-Angaben 670 Millionen Tonnen brauchbare Ernährungsmittel verschwendet pro Jahr. Im globalen Süden 630 Millionen Tonnen. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Noch ein drittes Thema. Die Reichtumskonzentration. Ja? Ohne Zweifel hat die Menschheit nicht nur höhere Fortschritte gemacht, sondern ist die Wirtschaft stark gestiegen, nicht in den letzten Jahren, seit Jahrzehnten. Ja? Aber die Reichtumskonzentration ist noch nicht so gravierend wie heutzutage. 85 Personen besitzen ein Reichtum, das größer ist als das jährliche Einkommen von 1,7 Milliarden Menschen. Mehr als die Bevölkerungszahl von China. 15 davon besitzen ein Reichtum, das größer ist als das Brutto, als das Einkommen von allen Leuten, die südlich von Sahara leben, in Afrika. 3 davon
nur Männer, fast nur Männer in dieser Gruppe. Es gibt sehr wenige Frauen. Die Ungleichheit ist sogar in diesem Hinsicht viel größer. Ja. Drei Männer besitzen ein Reichtum, das größer ist als das Bruttoinlandprodukt von den 48. ärmsten Ländern der Welt. Und diese Situation widerspiegelt sich sogar in den reichen Ländern. In Deutschland, bei der Entdeckung der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, die Lage ist nicht ganz anderes. 10% der reichsten Deutschen kontrollieren, besitzen mehr als 53% des Gesamtvermögens des Landes. Geldvermögen, Sachvermögen, Beteiligungsvermögen. 50% der Deutschen besitzen weniger als 1% des Gesamtvermögens. Und die Lage hier in Österreich ist auch kompliziert, würde ich so ausdrücken, diplomatisch ausdrücken. Ja? 10% der Österreicher, habe ich jetzt soeben gelesen, ja, besitzen fast ist 2/3 des Gesamtvermögens. Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit von den sogenannten Industrienationen, entwickelten Nationen. Ja? Wenn wir diese Sache anders vorsehen, ja? in den letzten fünf Jahren, die erbrachten Gewinne in den Vereinigten Staaten, 95% der gemachten Gewinne, wurden in die Hände von 1% der Bevölkerung, kamen zugute der 1% der Bevölkerung. Das bedeutet, dass die meisten Gewinne, nicht nur Produktion, sondern Spekulationsgewinne, fallen in die Spitze der Einkommenspyramide in den Vereinigten Staaten. Das ist etwas, das uns interessieren sollte auf eine gewisse Maße. Das müssen wir wissen, dass nicht nur eine Frage, wer schöpft von der Produktion ab, sondern wer schöpft von der Spekulation ab. Und die Frage der Spekulation ist wirklich gravierend. Ich habe in der Ausgabe diese Woche von Spiegel einen Artikel gefunden, das mir am meisten betroffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitschrift kennt oder liest. Wahrscheinlich ja. Ja? Hier gibt es einen Artikel, der sagt, Kluft der Banditen. Der Titel ist zutreffend. Kluft der Banditen. Der Währungshandel ist der größte Finanzmarkt der Welt. Hat ein tägliches Handelsvolumen von $5,3 Billionen. $5,3 Billionen. Und das wird kontrolliert von wenigen Banken. 4 Banken in der Spitze der Deutsche Bank kontrollieren 54% des täglichen Geschäfts. 54% des täglichen Geschäfts. Und das hat nicht mit Handelsverkehr, Import und Export einführen und ausführen. Keine Spekulationsgeschäften. Ja? Und damit wir einen Vergleich machen können, in der gleichen Zeitschrift, in der gleichen Ausgabe, hier steht, wie teuer war für die Deutschen die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung hat Deutschland bislang rund 2 Billionen Euro gekostet. Ja? Was bedeutet hier? Kapital braucht Gewinne, klar, muss akkumulieren, ja. Aber wir wissen schon seit langem, dass es schwer festzustellen, wann die Produktion endet und wann die Spekulation anfängt. Das hat schon der Karl Marx gesagt in seinem Buch Das Kapital, drittes Band, im 25. Kapitel, da sollte man das nachschlagen. Da steht ganz klar, was jetzt in der Welt passiert. Ja? Es musste man irgendwann darüber nachgedacht werden. Und in diesem Punkt mache ich mich noch eine zweite Frage. Was ist mit den sogenannten Entwicklungsländern passiert? Wir versuchen uns zu entwickeln, vor allem seit Ende der 40er Jahre. Harry Truman, Präsident der Vereinigten Staaten, in einer Rede vor den Nationen, hat uns aufgefordert zu entwickeln und hat gesagt, wir können die Vereinigten Staaten der USA, der Welt, vor allem die armen Leute helfen, aus der Entwicklung herauszugehen. Und das haben wir alle Länder, diese globale Aufgabe aufgenommen. Von der rechten Seite, von der linken Seite, aber haben nach der Entwicklung gesucht. Und wir hatten schon eine Vision, eine Vorstellung von Entwicklung, was Entwicklung bedeutet. American Way of Life oder europäische Lebensweise, gibt es das? Ja, da haben wir uns alle in diese Richtung bewegt. Ja? Und ich habe akzeptiert, dass es entwickelte Länder gibt und entwickelte Länder, zivilisierte Länder, wilde Länder, reiche Länder, arme Länder. Das kam schon von früher. Das kam schon von der Kolonialzeit, in der wir akzeptiert haben, dass wir unterentwickelte sind oder nicht zivilisierte Länder sind. Und in diese Aufgabe haben wir eine Menge
Arbeit investiert. Sie kennen bestimmt von Entwicklungsplänen, Entwicklungsprogrammen, Entwicklungsprojekte, Entwicklungshandbücher, Entwicklungstheorie. Ich selbst bin ich Professor von Entwicklungstheorie, Entwicklungshilfe, Entwicklungsbanken, Finanzierung von Entwicklung. Sogar gibt es Zentren, wo man Entwicklung studiert. Ja, wie hier. Entwicklung war eine globale Aufgabe und ist immer noch eine globale Aufgabe. Aber haben wir schon vor sehr langer Zeit schon gesehen, dass Entwicklung nicht gleich mit Wirtschaftswachstum zu tun ist. Wirtschaftswachstum kann es geben, kann ich eine Menge Beispiele nennen, in denen die Länder sehr stark gewachsen sind, aber es haben sich sehr nicht entwickeln können. Ja, haben wir gesagt, dann müssen wir etwas anders ausdenken. Und haben wir angefangen, an diesem Konzept einen Vornamen zu setzen. Soziale Entwicklung. Gab da Probleme, die Frauen, Männer Probleme, gibt es Ungleichheiten, Ungleichgewichte. Man spricht von Genderentwicklung, ethnische Entwicklung, nachhaltige Entwicklung, globale Entwicklung, lokale Entwicklung. Ja? Aber das Problem ist, dass wir uns nur auf die Wege konzentriert haben, wie man sich entwickelt hat. Ja? Das Konzept selbst wurde nicht in Frage gestellt. Ja? Und die Sache ist noch komplizierter. Wenn wir sehen, dass zuerst sehr wenige Länder der sogenannten Dritte Welt sich entwickelt haben. Schlimmer sogar. Die sogenannten Industrienationen sind nicht entwickelt, sie sind fehlentwickelt. Man spricht in Spanisch von mal desarrollo. Ja? Die sogenannten Industrienationen haben eine schlechte Entwicklung. Sehen Sie nur mal aus der ökologischen Perspektive. Ja? Die reichen Länder leben über ihre Verhältnisse. Und das kann nicht weiter so gehen. Ja? 20% der Reichsten in der Welt, der reichsten Leute in der Welt, das sind auch die Österreicher, die Deutschen, die Franzosen, die Nordamerikaner, verbrauchen 80% der Ressourcen. Und das geht über die Kapazität der Erde. Müssen wir etwas dagegen unternehmen. Darum sprechen wir jetzt von der Notwendigkeit, andere Organisationsformen für die Weltwirtschaft, für die Weltgemeinschaft zu finden. Und da kommt die Frage von gutem Zusammenleben. Das ist keine Entwicklungsalternative, das ist eine Alternative zu Entwicklung und zum traditionellen Fortschritt. Darüber werden wir nach der guten Musik von Gruppersaal weitersprechen. Zum guten Leben gehört vor allem gute Musik. Gruppersaal hilft uns dabei, gut zu leben. Okay? Jetzt seid dran. Das folgende Lied stammt aus der indigenen Welt, in der das Konzept des Buen Vivir wurzelt. Das Lied heißt Taki Ongoy und es ist der Name einer indianischen Widerstandsbewegung, die im 16. Jahrhundert auf den Anden aufgeflackert ist und die sich gegen die spanische Unterdrückungsordnung richtete. Es ist ja auch der Name eines Tanzes, denn diese Indianer tanzten in einer Art magischen Verschwörung, in dem Versuch, die schlimmste Tragödie ihrer tausendjährigen Geschichte zu bannen, nämlich die Zerstörung ihrer Kultur und ihres Landes durch die spanischen Eroberer. So heißt es im Text, es wird eine große Sintflut über uns herniederfallen, die uns von der Schmach der Conquista befreien wird und die Samen der Rebellion über die ganze Welt verstreuen wird. Taki Ongoy. Un gran silencio.
In Südamerika gibt es ein Land, die super schöne Musik hat, sehr starke Einflüsse von indianischer Bevölkerung, afrikanischer Bevölkerung. Das ist Peru. Von Europa ist der Walzer nach Peru gekommen. Und die Peruaner machen den Walzer so, wie wir es jetzt spielen würden. Das ist das Hauptperson, ist Matthias, war ein Serenatero, ein Serenadensänger. Und auch Serenade ist eine Jarana. Er spielt eine Jarana. Jarana ist eine mexikanische Gitarre. Und er hat seinen Lebensunterhalt unter die Balkone verdient. Irgendwann ist Matthias in Lima tot gefunden. Und ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, hat ihm diese Walzer gewidmet. Matthias el Jaranero. Se le oía siempre atrás de medianoche, regalando en las ventanas poco a poco el corazón y una aurora que no olvidaba esa esquina. Fue la puerta que le abrió su crismalón, bautizado Matías de la Alborada, por los calles tempranas de algún viejo callejón. Comenzaste tu recuerdo en la jarana, y hoy el cielo canta con tu diapasón. Ya no habrá más serenatas, el luto está. Ni la luna al luchar por consolar, llora tu pena, que el hombre en palomas canillitas y luces, que murió con la garúa Matías el Jarana. Te moría
días y pedías una mano y tan solo un cruel silencio si fuiste ayer. Hoy la chicha golondrinas y a mancar por el taracuarco iris volverás hecho canción. Aún te lloran que son callos tempraneros, yo te doy humildemente mi canción. Ya no habrá más serenatas de luto, están las macetas y la luna en algún charco de un solar. Llora tu pena que lo pregonen palomas, caniquitas y luceros, que murió con la garúa Matías el jaranero, que murió con la garúa Matías el jaranero. Jeden Tag ist besser. So geht's mit gutem Leben, ne? Was? Jetzt, wo wir gelernt haben, dann lerne ich auch. Okay, machen wir weiter. Müssen wir diesen Teil auch durchführen. Musik ist viel besser. Wenn diese Ideen von gutem Zusammenleben, diese Werte, diese Erfahrungen, diese Praktiken schon vorhanden waren, warum wurden nicht in die tägliche Politik umgesetzt? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist einfach zu verstehen. Ich habe gesagt, die indigenen Volke waren marginalisiert, waren ausgebeutet. Ihre Ideen wurden nicht von der menschlichen Gesellschaft, von den Weißen, sagen wir auch, nicht akzeptiert. Aber gab es einen Umbruch, man konnte sowas ansehen, und gab gewisse Konjunkturen, die zu einem Wechsel in unseren Ländern geführt hat, eine schwere politische, wirtschaftliche und soziale Krise. Der Nationalstaat ist stark von dieser Krise betroffen. Wir haben es gesehen, dass die Eliten, die Institutionen, die politischen Parteien versagt haben. Und in diesem Moment sind die indigenen Völker mit ihrer politischen Bewegung auf die politische Bühne getreten. Sie haben im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, kann man auch sagen, an Selbstbewusstsein gewonnen, an Selbstverständnis gewonnen, an Identitäten gewonnen, weil es sind verschiedene Gruppen. In Ecuador gibt es zum Beispiel 14 Nationalitäten und 18 verschiedene Völker. Ja? Und die haben sich besser organisiert und politisch organisiert. Das, wie gesagt, hat eine lange Geschichte. Ich werde nicht darüber reden. Und was wir jetzt auf jeden Fall feststellen, dass diese Ideen vom guten Leben, vom Recht der Natur, von Derechos Kollektivos, kollektive Rechte, ja, in unsere Verfassung verankert sind seit dem Jahr 2008 in Ecuador, 2009 in Bolivien. Da hinten gab es einen langen politischen Prozess. Es war nicht einfach. Es sind nicht Ideen, die von irgendwelchen Universitäten gekommen sind, von irgendwelchen Politikern. Sind Ideen, die im Volk entstanden sind und durch die Kraft, vor allem der indigenen Bewegung, vor allem nicht nur, in diesen Verfassungen einen Platz gefunden haben. Das ist wichtig zu verstehen. Und das müssen wir auch klar haben. Es gibt gewisse Sachen, die schon vorher existierten, die immer noch existierten, aber auf keinen Fall können wir diese indigene Welt idealisieren, weil auch die Indigenen von dem Kapitalismus betroffen sind. 500 Jahre Unterdrückung, fast 500 Jahre Kapitalismus, Kolonisation, die nicht mit der Republik ein Ende gefunden haben. Ja? Und das Interessante auch ist, dass solche Ideen, die ich jetzt etwas später erklären werde, auch woanders existieren. In Afrika spricht man von Ubuntu. Ich weiß nicht, ob irgendjemand davon gehört hat. Ubuntu ist eine Lebensform der Afrikaner, die ähnlich
wie die Ideen von gutes Zusammenleben aus den Anden oder aus den Amazonasgebieten kommen. Gibt es auch in Indien. Man kann die Werke von Vandana Shiva lesen über die Zivilisation des Dschungels. Da hat es etwas mit diesen Ideen. In Bhutan, versuch mal etwas anderes zu organisieren. Ja? In Bhutan gibt es ein interessantes Projekt. Ich bin kein Experte in dem Thema. Ich war noch nicht in Bhutan. Irgendwann werde ich das schaffen. Aber was mich am meisten interessiert ist, dass die Ideen von gutem Zusammenleben, wir können sie bezeichnen, wie wir wollen. Aber diese Praktiken, die Suche nach etwas anderes, ist auch hier in Europa vorhanden. Wir waren am Sonntag, in Castro Rauxel. Sonntag diese Woche waren wir mit Castro Rauxel, ein kleiner Stadt im Ruhrgebiet, ja. Und da wurde diese Broschüre verteilt, ja. Diese Broschüre verteilt. Ich habe euch schon erklärt, diese Sachen und hier kommt von meiner Tochter, meine jüngste Tochter Sophia. Die hat mir gesagt, das ist ein Beitrag für die Reise meines Papa. Meine Tochter ist 25 Jahre alt. Papa, du kannst reden, so viel du willst, aber nicht singen. Ich werde hier nicht singen. Ja, nur reden. Ja. Was interessiert mich, ist Folgendes. Hier ist die Einladung für die Veranstaltung, die am Sonntag stattgefunden hat. Aber hier gibt es eine Reihe von konkreten Aktivitäten, die schon vorgeplant sind, über das gute Leben in Castro Rauxel zu diskutieren. Mit Unterstützung der Bürgermeister und anderer Organisationen in dieser kleinen Stadt im Ruhrgebiet. Und da gibt es auch sogar hier in Österreich können wir ein paar interessante Bücher finden. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren ein Buch von Christian Felber gelesen. Wahrscheinlich kennt ihr Christian Felber, ja? Und er hat soeben ein sehr interessantes Buch über Geld geschrieben. Ich habe das vor 2 Tagen gekauft, ja? Es gibt Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. In Frankreich zum Beispiel Pierre Rabhi, ein Mann, der Algier geworden ist. Und er hat sich mit dem Thema beschäftigt, hat eine ganze Reihe von konkreten Projekten, vor allem in Frankreich, die etwas anderes suchen, die irgendwie in der Nähe von Buen Vivir stehen. Das ist etwas, was wir klar haben müssen. Diese Ideen von Buen Vivir können Platz woanders haben. Aber da müssen wir auf einen ganz bestimmten Kriterienkatalog richten. Was bedeutet Buen Vivir? Oder gutes gemeinsames Leben. Ja? Auf keinen Fall, habe ich schon gesagt, das ist keine Entwicklungsalternative. Obwohl in Ecuador leider die Region manchmal spricht von Entwicklung des Buen Vivirs, ja, Entwicklung des guten Zusammenlebens. Bleiben immer noch in der Schiene von Entwicklung. Das ist reiner Desarrollismus. Das ist das Gegenteil, was wir uns ausgedacht haben, als wir in der Verfassung diese Ideen verankert haben. Das sind Alternativen zur Entwicklung und auch Alternativen zum Fortschritt. Ja. Wie viele Verbrechen hat die Menschheit gemacht, um sich fortschrittlich zu bewegen. Ich habe vor kurzem hier mit einem Mann aus Guatemala, wo ist der Freund aus Guatemala? Ah, bist du hier. Er hat den Bischof von nördlich, Bischof Kreutler und interviewt. Ja? Da spricht man, in Brasilien baut zurzeit ein großes Staudammprojekt. Das ist er. Belo Monte. Ja? Und Elektrifizierung für das Land zu bekommen, muss man ein riesiges Gebiet umschwimmen. Das schadet eine große Anzahl von indigenen Völkern und auch die Natur. Um Fortschritt zu erreichen, machen wir manchmal große Verbrechen, unter anderem an die Menschen und der Natur. Dann bedeutet das, wie gesagt, keine Entwicklungsalternative, sondern eine Alternative zur Entwicklung. Und diese Ideen kann man nicht ohne weiteres in der Moderne einordnen. Hat nicht mit den traditionellen Ideen von Moderne. Das ist etwas Neues. Wir denken in einer ganz anderen Welt. Wir müssen uns ein anderes Motto für die Wirtschaft suchen. Wachstum geht nicht mehr. Wachstum hat große Probleme. Und ich sehe hier in Europa, ich lese die Zeitung jeden Tag, ja? Und die Regierung brauchen und versprechen noch mehr Wachstum. Es gibt einen Volkswirt aus England, Kenneth Boulding. Der hat einen schönen Spruch. Nur Volkswirten und Verruchten können es glauben, dass ein ständiges Wachstum möglich ist in einer begrenzten Erde. Die Erde hat Grenzen.
Ja. Und Schlimmes ist, wenn die Volkswirte verrückt sind. Das ist die Sache noch komplizierter. Ja? Aber wir müssen uns einander ein Motto für die Wirtschaft suchen. Und das kann zum Beispiel die Solidarität sein, eine solidarische Wirtschaft. Und es gibt sehr schöne Ansätze. In Deutschland hat man sogar jetzt eine Akademie für solidarische Wirtschaft. Ja? Und da treffen sich Leute und machen wunderbare Treffen, Leute mit sehr guten Ideen und mit vielen Projekten. Wie gesagt, das ist eine andere Lebensform, damit wir uns eine andere Welt vorstellen können. Das ist keine globale Aufgabe für Entwicklung. Jedes Land, jede Gemeinschaft kann sich ein eigenes Weg suchen, indem wir gewisse Prinzipien respektieren. Und man spricht am besten von Buenos Convivires in Mehrzahl. Das ist klar. Es gibt nicht nur ein schematisiertes Buen Vivir, aber es gibt gewisse Grenzen, Ansätze, die uns diese Idee irgendwie in die Nähe bringen. Was bedeutet Buen Vivir? Eine kleine Definition. Ich bin ein Mann, der nicht so viel von Definitionen erwartet. Manchmal die Definitionen schränken unsere Kapazität zum Denken ein. Wir lesen die Definition und gucken mal nach, ob wir die Definition richtig angewendet haben oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber was bedeutet Buen Vivir? Ein Leben in Harmonie. Grundprinzip Harmonie. Der Mensch muss in Harmonie mit sich selbst leben. Der Mensch muss in Harmonie mit den anderen Mitmenschen leben. Der Mensch muss in Harmonie mit der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft leben. Die Gemeinschaft unter sich, die Völker unter sich, die Nationen unter sich müssen in Harmonie leben. Individuen und Gemeinschaften müssen in Harmonie mit der Natur leben. Das sind wichtige Punkte. Das führt uns direkt so eine ganz konkrete Aussage. Wir müssen uns aus den traditionellen Prinzipien des Fortschritts befreien. Wachstum, Profit, Akkumulation, Wettbewerb und Konkurrenz. Natürlich, wir stellen nicht einen Millionarismus dar. Hier wird nicht ein Paradies auf der Erde geschafft. Nein, aber es ist viel besser, dass wir eine Gesellschaft organisieren, indem wir Harmonien suchen und nicht nur immer Kompetenz und Wettbewerb. Das sind wichtige Fragen. Da müssen wir uns zum Beispiel, später können wir darüber diskutieren, was bedeutet das für die Erziehung, für die Schulen, für die Organisation von einer Gemeinschaft. Aber das wiederum erfordert ein paar Sachen. Gutes Zusammenleben erfordert, dass der Mensch sich mit der Gemeinschaft wiederfindet. Wir gehören zu einer Gemeinschaft. Wir müssen aufhören, uns als Robinson Crusoe in einer einsamen Insel zu betrachten. Wir gehören in eine Gemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass die individuellen Rechte und Werte beeinträchtigt werden. Nein, aber es gibt auch Werte und Rechte für die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, die wir auch respektieren. Bei uns in den anderen Ländern spricht man von ILU. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Der ILU ist eine große Gemeinschaft, etwas größer als die Familie. Und da werden die Entscheidungen immer nach Konsensbildung gefunden. Ja, es ist eine sehr interessante Aufgabe. Es ist kompliziert. Es dauert länger, bis man eine Entscheidung hat. Aber wenn man eine Entscheidung getragen, an die Entscheidung gekommen ist, ist es tragender. Wird von allen mit unterstützt. Dann müssen wir auch sehen, dass es nötig ist, dass Gerechtigkeit herrscht in diesen Gemeinschaften. Kann keine Gemeinschaft existieren, wenn wenige Leute so viel haben und die meisten über praktisch gar nichts verfügen. Ja? Wenn es Armut gibt in einer Gemeinschaft, wenn Hunger gibt in einer Gemeinschaft, diese Gemeinschaft ist krank. Ja? Das führt zu einer Umverteilung des großen, konzentrierten Reichtums. Und die Privilegierten werden das nicht alles freiwillig aufgeben. Natürlich, das ist klar. Und da kommt die Frage, wie können wir das ändern? Das ist die politische Machtfrage, die traditionelle Machtfrage. Da gibt es ein anderes Thema. Es ist nicht nötig, nur den Kuchen zu verteilen. Der Kuchen muss anders gemacht werden. Müssen wir nicht das Gleiche tun wie bis jetzt? Ja? Man braucht eine andere Volkswirtschaft, eine andere Wirtschaft. Und das erfordert wiederum gleiche Stellung. Mann und Frau und alle Schichten in der Gemeinschaft müssen gleichgestellt werden. Alle Leute haben die gleichen Rechte. Das ist der erste Punkt. Der Mensch muss sich wieder in der Gemeinschaft finden. Zweiter Punkt,
Die Menschen müssen sich wieder in der Natur finden. Wir sind nicht die Herren der Natur, wir gehören der Natur. Bei den Indigenen ist das normal, die sprechen von Pachamama. Ja? Das sind Sachwerte und auch geistige Werte drin. Ja? Die Pachamama ist alles. Die sind Teil der Pachamama. Die sind nicht da, um die Pachamama auszubeuten oder zu vernichten. Das ist eine sehr komplizierte Aufgabe für wir, die wir aufgenommen haben, dass wir die Herr der Natur sind. Ja? Ob wir die Christen sagen, die Krone der Schöpfung. Ja, ich habe eine ganz tolle Diskussion vor 2 Wochen in Mainz. Gab es eine ökumenische Versammlung und da habe ich sehr viele dieser Ideen diskutiert. Ja, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Was du sagst, ist die Krone der Erschöpfung. Das muss so ein Ende gesetzt werden. Ja, das ist klar. Ja. Was bedeutet das in der Praxis? Erstens, die Natur ist ein Subjekt, nicht ein Objekt. In unserer Verfassung haben wir die Rechte der Natur verankert. Und diese Ideen gibt es auch überall in der Welt. Ich habe einen sehr guten Freund in der Schweiz, Jörg Leinbacher, der hat schon im Jahr 1988 ein Buch über die Rechte der Natur geschrieben. Ja? Und da gibt es eine Menge Informationen, wie man darüber schon früher diskutiert hat. Im deutschsprachigen Raum sind die Tiere haben gewisse Rechte, die Tiere. Ja? In der Bundesrepublik sogar in der Verfassung. Das haben wir erweitert. Alle lebenden Wesen müssen Rechte haben. Wer vertritt diese Rechte? Wir, individuell oder Gemeinschaften. In Ecuador zum Beispiel gibt es ein Ehepaar, die die Rechte eines Flusses verteidigt hat. Das ist nicht einfach, ich weiß, das ist nicht einfach. Das wird kompliziert sein, bis das akzeptiert ist. Funktionieren überall in der Welt die Menschenrechte? Nicht. Aber ich glaube, das müssen wir die Menschen, die Rechte der Natur durchsetzen. Das wäre eine tolle Aufgabe für uns alle, im globalen Süden, im globalen Norden. Wir könnten schon anfangen zu diskutieren, eine allgemeine Erklärung der Rechte der Natur, so wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das wäre eine ganz tolle Aufgabe, da könnten wir viel machen. Aber das erfordert in der Praxis eine Entmarktung der Natur, eine Desmerkantilisierung. Ja? In Ecuador zum Beispiel, das Wasser darf nicht privatisiert werden. In der Praxis, das wird nicht umgesetzt. Aber es ist ein anderes Thema, das interessiert uns nicht. Die Praxis, das ist die Verfassung, ja, das ist eine schöne Verfassung. Wir haben leider 20 Verfassungen seit 1830. Ja, das ist wirklich keine gute Leistung, das ist eine traurige Leistung. Ja. Müssen wir auch sehen, dass es gibt die Gemeingüter, die auch entmarkt werden sollten. Das muss nicht alles nach den Prinzipien von Angebot und Nachfrage funktionieren. Da gibt es zum Beispiel, bei uns wäre ein gutes Beispiel von einem Gemeingüter oder Commons, wie man sagt, Erziehung, Gesundheit und das Geld selbst. Ja? Diese Christian Felber hat in diesem Buch über das Geld ganz tolle, konkrete Ideen entwickelt, wie man das machen kann. Ja? Gibt es andere Prinzipien? Ich werde nur kurz erwähnen. Die Zeit geht schnell voran. Gegenseitigkeit, Solidarität, Komplementarität, Relationalität. Bis jetzt haben wir keinen richtigen Begriff dafür bekommen. Irgendjemand kann uns helfen. Relationalität. Alles hängt mit allem zusammen. Alles hängt mit allem zusammen. Aber was konnte man mit einem Wort auf Deutsch sagen? Ich frage immer noch. Was? Interdependenz. Warum nicht? Das war ein Vorschlag, aber die Leute sind nicht einverstanden. Und der Pampo am wenigsten. Aber es ist eine gute Idee. Interdependenz ist etwas mehr als Interdependenz, würde ich sagen. Ja? Hat mehr mit der Chaos-Theorie zu tun. Ja? Das ist, was wir sagen. Und da gibt es etwas, das auch hier in Deutschland schon seit langem gehört habe. Suffizienz, was das Gegenteil von Habgier ist. Ja? Und da haben wir auch Probleme. Mein Freund Thomas Pampuch ist immer gegen die Idee von Genugsamkeit. Ja, du hast das mit Askese zu tun. Ne? Und du brauchst das nicht, das willst du da nicht haben. Ja, ich habe dir, können wir uns vorstellen, eine fröhliche Askese. Ne? Das wäre, warum nicht? Ja? Mäßigung ist eine andere Möglichkeit. Maß halten, Gleichgewicht, Bescheidenheit,
Aber alle diese Ideen müssen sich in die Praxis umsetzen. Und ich komme zu Ende. Wir müssen gute Musik hören, Freitagabend Musik und nicht reden. Ja? Drei Sachen. Wenn wir uns vorstellen würden, dass wir hier eine Kiste hätten. Ich habe die Kiste in Bayern vergessen. Ja? Und da alle bekannten Theorien, nicht Theorien, Werten, Erfahrungen, Praktiken, was alles geschrieben würde, wir wollen wie wir reinstecken, müssen wir akzeptieren, dass es nicht voll ist. Leer ist auf keinen Fall. Es gibt manchmal diese Befürchtung, dass die Regierung von Ecuador, von Bolivien, betrachten, dass die Kiste leer ist. Und die fühlen da von außen. Ja? Die interpretieren, was sie wollen. Ja? Die Entwicklung des guten Zusammenlebens zum Beispiel, das ist falsch. Aber die Kiste ist nicht voll, weil es gibt Platz für neue Beiträge. Und diese Beiträge müssen wir gemeinsam in der Welt finden oder entwickeln. Diese Beiträge erfordern einen globalen Dialog. Zweitens, wir laden euch nicht in die Vergangenheit zu gehen, zu erhöhen. Nein, man kann Fortschritt mit gutem Zusammenleben verbinden. Aber welche Technologien? Wofür die Technologien? Wie teuer sind in sozialen, nach sozialen oder Umweltkriterien zu messen, die der Beitrag von diesen Technologien? Und drittens, wir müssen nicht warten, dass der Kapitalismus zu Ende geht, dass wir neue Regierungen haben. Wir können uns heute organisieren, lokal organisieren, ganz konkrete Projekte entwickeln. Und das gibt es keine Rezepte, keine Theorien. Wir haben die Aufgabe, diese Themen in die Praxis umzusetzen. Das, wie gesagt, ist eine Machtfrage drin. Wir müssen die Privilegien abschaffen. Das ist nicht einfach, nicht kompliziert, aber das erfordert in erster Linie sehr viel Respekt, keine Überheblichkeit, sehr viel Demut und auch eine große Dosis von Demokratie. Immer mehr Demokratie, nie weniger. Vielen Dank.